Hallöchen und herzlich willkommen zum großen Finale von Lego Jurassic World. Ich weiß, das letzte Ende war ein bisschen mies, aber hey. Sie haben das Labor evakuiert. Die nehmen alles mit. Hä? Eine Einhornkuh? Dr. Wu arbeitet für uns. Das ist kein echter Saurier. Nein, ist es nicht. Jetzt stellen Sie sich den vor. Ein Bruchteil seiner Größe. Intelligent, tödlich. Kann sich vor militärischer Technologie verbergen. Zalando. Ruhig, Großer. Wir sind auf derselben Seite, oder? Das wäre das erste Mal, dass einer stirbt. Nein. Hier lang. Obwohl, das ist gar nicht wahr. Sarah ist doch gestorben. Schon. Okay. Sie jagen uns. Uns? Oder bloß sie? Uns. Oh. Die Rückenplatten des Stegosaurus können bis zu 76 cm lang werden. Das entspricht in etwa einem Skateboard. Was können wir hier machen? Kann ich hier was kaputt hauen? So, hier. Sehen Sie dieses Rohr? Vielleicht komme ich von da auf die obere Ebene. Ich brauche Claire. Hier können Sie hochklettern. Okay, was ist das? Vollste Konzentration. Auf geht's nach oben. Ja. Jetzt ist aber das Fossil frei. Jetzt können wir das wahrscheinlich aufbauen. Komm, lass den Jungen ran. So, jetzt brauchen wir wieder den Brady? Grady. Keine Ahnung. Tom Brady. Sag ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass wir es von hier verschieben können. Apatosaurus erreicht seine volle Größe nach nur 10 Jahren. Das nenne ich einen Wachstumsschub. Das ist ein DNN-Strang. Was? DNS-Strang. Das wollte ich sagen. Ich sehe nach einem anderen Ausweg. Mach mal. Runter, rüber, hoch. Schätze nicht. Oder vielleicht doch. Okay, zurückbleiben. Oh, teuer. Wow, das muss ich hoffentlich nicht bezahlen, oder? Bestimmt nicht. So vielen Leuten, wie er das Leben rettet hier. Muss ich vollen Schwung nehmen, um dieses blöde Ding zu zerschlagen? Ah. Ich hoffe, der war nicht echt. Nee, okay. Da passe ich rein. Na dann auf. Auf geht's. Ich bin durch. Kannst du rausfinden, was die Vitrine blockiert? Na klar. Gibt's ja sonst noch Geheimnisse? Ach nee,
Jetzt brauchen wir die von außen. Der steht noch unten, der Außenseiter. Ach, jetzt stehen sie alle wieder unten. Hoch mit dir. Gute Arbeit, Junge. Sehr schön. Er ist noch unsichtbar. Vielleicht kann ich irgendwie an ihm vorbei. Er kann doch mit einer Fackel arbeiten. Vielleicht wenn wir da ganz vorsichtig reingehen. Es war so klar. Mutiges Kerlchen. Ein menschlicher Säugling hat ein größeres Gehirn als die meisten erwachsenen Dinosaurier. Ein Raptor würde 20 Minuten benötigen, um Isla Nublar einmal zu durchqueren. Los, Bewegung! Auf geht's. Der nächste. Halt, es ist Echo. Ich übernehme das. Okay, wo können wir hin? Das ist die große Frage. Hier. Das war mir klar. Gucken, was das hier wird. Pizza. Hol das Stöckchen, Echo, na komm. Los doch! Irgendwas hat die Schalltafel zerstört. Keine Sorge, ich kann sie reparieren. So. Wow. Ich muss nur das richtige Hologramm finden. Wo ist Nummer 4? Ach so, stimmt ja. Da. So läuft das also, was? Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Mal 2, 190. Wir brauchen mehr. Was? Zähne. Wir brauchen mehr Zähne. Laurie, sind Sie noch da? Sie müssen Gehege 9 öffnen. 9? Ohne Witz? Okay, hier muss ich ganz schnell speichern. Okay. Jetzt brauche ich Blue. Ist es Blue? Blue, ja. Blue, du musst mal ziehen. Danke. So, kleiner Mann. Uah.
Ab aufs Dach. Kann er schreien? Bestimmt. Nee. Wir müssen ein Foto machen. Okay. Wir brauchen noch mehr Teile, um es fertigzustellen. Komm, Blue, du findest es schon. Lou hat die Teile gefunden. Nee, nicht den. Den. Okay. Immer noch okay. Ja, immer noch okay. Jetzt. Yeah. Ida gekotzt. Ida kotzt. Ich habe gecheckt, was wir jetzt machen müssen. Hä? Ach komm. Und das geht. Schießen! Hier! Du musst aufs Gesicht schießen. Oh Mann. Das klappt irgendwie nicht so ganz. Der holt sich halt immer. Was muss ich machen? Ja.
Ah. Jetzt verstehe ich's. Okay. Ich hab verstanden. Was? Also das ist doch Blödsinn, ich hab doch getroffen. So, jetzt aber. Tor Nummer 9. Der Kleine mit dem Schwein. Jetzt lauf. Jetzt tun? Das ist die große Frage. Hier nochmal sichern? Ja. Okay. Ich glaube, ich brauche Blue. Hier hinten? Ah, da oben schwimmt der Mosasaurus, habe ich gerade gesehen. Das hatten wir doch schon mal. Genau. So, liebe Leute, jetzt dürft ihr hoch. Wen schickt man zuerst hoch? Den Kleinen? Naja, okay. Nein. Alter, kleiner Mann, verzieh dich. Er hat immer einen. Hat er nicht? Aber ich weiß, wo einer sein könnte. Hinten am Dino-Haufen da. Komm schon. Ekelhaft. Vertrau mir, es könnte schlimmer sein. Viel. Ja. Können Sie dieses Kabel erreichen, Claire? Sicher. Haufen. Der ist bestimmt wichtig. Na, natürlich nur wieder so ein bisschen. Ah ne, der ist gut. Der ist wichtig. Ah ne, ist nur so ein blödes Teil wieder. Toll.
hoch da. Wartet hier unten. Auf geht's. Hier stehen. Ja. Fulminanter Kampf. Und tschüss. Da war noch ein Souvenirshop. Geschichte beendet. Freies Spiel freigeschalten. Ah. Tut das gut. Ach, wie schön. Ach, mal richtig hinsetzen hier. Oh, schön. Die letzten 10 Minuten nur verkrampft hier gesessen. Claire Dearing, Überlebende. Owen Grady, Überlebender. Zach Mitchell, Überlebender. Dre Mitchell, Überlebender. Henry Wu. Jimmy Fallon! Ey, Jimmy Fallon, wie geil! Pilot Pat. Ach ja, stimmt, Jimmy Fallon ist auch in dem Film drin, stimmt. In den Gyrosphären. Colin Trevorrow. Mr. DNA. Steven Spielberg. Und Ingenbefehl. Und den ACU-Transporter. Wir haben alle Fahrzeuge freigeschalten. Das haben wir nicht gefunden. Level abgeschlossen. Und wir beenden hier offiziell die Geschichte. Und damit schauen wir nochmal hier zu. Wo ist Hoskins? Bin er zerwischt. Hat er Vorkehrungen getroffen? Unser Deal steht noch? Keine Sorge, sie werden gut versorgt werden. Das war mir so klar. Ja, und das war Lego Jurassic World
die allerletzte Folge von diesem tollen, unglaublichen Spiel. Ich will einfach meinen Hut ziehen. Also, ich hab vorher gezweifelt, wie will man in Lego Jurassic Park Feeling, Jurassic World Feeling reinbekommen, und ich bin positiv, sehr positiv überrascht. Natürlich, hier und da gab es mal so einen Bug, das war teilweise lustig, teilweise sehr ärgerlich. Hätte ja fast dieses komplette Let's Play gekostet, wenn man so überlegt. Ich glaube, in der zweiten Folge war das. Oder noch sogar verschluckt. Ich glaube, sogar der ersten noch. Da sieht man mal, dass man so ein Spiel nicht nach dem ersten Eindruck entscheiden darf. Der erste Eindruck ist schön und gut, aber was danach kommt, ist wichtiger. Und ja, man merkt einfach, das ist natürlich ein bisschen für Kinder gedachtes Spiel. Also, es zum Beispiel stirbt keiner, oder ja, die brutalen Stellen wurden komplett rausgeschnitten. Jetzt zum Beispiel in Jurassic World sind sie viel vom Film abgewichen. Und ja, hat das super funktioniert, hat viel Spaß gemacht. Nicht nur das, auch die anderen Teile. Und ich finde es einfach ein super, super, super tolles Spiel. Und ich bin jetzt schon auf Jurassic World 2 gespannt. Soll ja 2018 ins Kino kommen, glaube ich. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ob es da der Indominus Rex vielleicht doch noch geschafft hat, irgendwie. Vielleicht gibt es ja noch ein Ei. Also es gibt ja angeblich einen Bruder, den hat er ja angeblich gefressen. Vielleicht gibt es ja noch einen Bruder. Ah ne, es werden ja Schwestern. Stimmt, das sind ja alles weibliche Tiere. Ja, aber ich finde es ein super Spiel. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Spiel aber auch beendet haben. Hat sich jetzt dann doch gezogen. Besonders Jurassic World. Habt ihr jetzt ein bisschen länger warten müssen, bis es gespielt wurde. Weil es einfach so zeitintensiv ist. Also pro Teil 3 Stunden ungefähr. Das ist schon was. Und ja, jetzt muss ich wieder überlegen, was spiele ich als nächstes. Vielleicht, mal schauen. Ich habe da schon so ein paar andere Ideen. Aber ihr könnt auch gerne mal was in die Kommentare schreiben, was wir spielen könnten. Also, ich spiele es und du guckst, aber ich sag gerne halt wir. Weil du und ich, wir sind ein Team. Du guckst, ich mach. Und ja. So wie die zwei hier, weißt du? Ich bin der Große, ich mach das alles und der Kleine darf es dann essen. So machen wir das. Okay. Ich freue mich tierisch auf die Nachfolgeprojekte jetzt. Auch wenn ich echt, wie gesagt, gar keinen Plan habe, was es wird. Vielleicht mal was ohne Dinos? Ich meine, wir haben ja 6 Dino-Projekte momentan. Vielleicht mal ein Projekt ohne Dinos. Klar, ich liebe Dinosaurier, ist bekannt, aber es gibt so viele tolle andere Spiele. Beispielsweise Sims 4. Das wäre doch mal was Lustiges. Ein Sims 4 Let's Play. Überlege ich mir. Oder Minecraft. Ich glaube, Minecraft, wenn überhaupt, wird nur mit irgendeiner Geschichte kommen. Wenn ich dazu eine Geschichte habe, so ähnlich wie bei Sarazar damals Sommerland. Also sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Aber sonst ist Minecraft eigentlich ein Tabuthema hier auf dem Kanal. Ich habe 4 Folgen Minecraft aufgenommen und das waren die letzten mal 4. Hauptsache mal Minecraft aufgenommen. So ungefähr war mein Gedanke. Und ja. Was gibt's noch? Was kann man noch spielen? Natürlich warte ich auf neue Spiele wie die 5. Episode von Minecraft Story Mode zum Beispiel. Die soll ja demnächst rauskommen. Muss euch einfach überraschen. Aber Lego Jurassic World ist Geschichte und das freut mich einfach. Und ich ziehe immer noch meine Hüte vor den Spieleentwicklern, die es super geschafft haben,
Dinosaurier-Feeling in Lego Jurassic World reinzupacken. Und ja, so langsam gehen mir die Wörter aus. Ich gucke gerade mal hier durch meine Zettel. Habe ich hier noch ein schlaues Wort? Bananenkuchen. 500 Gramm Mehl, zwei gelbe Eier, ist schon wieder Ostern oder was? egal. Genießen wir einfach mal den Weg mit Idominus und dem kleinen Blue. Und ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Falls du die anderen Folgen noch nicht geguckt hast, was natürlich eigentlich komisch ist, dass du mit der letzten Folge vielleicht anfängst. Oder mit der vorletzten oder wie auch immer. In der Playlist findest du alle anderen Videos zu Lego Jurassic World. Und außerdem noch... da war übrigens für Jimmy Fallon, habe ich gerade gesehen. Außerdem findest du übrigens auf dem Kanal an sich sehr viele Videos mit Dinos. Ich habe unter anderem auch Jurassic Park, das Telltale Game habe ich durchgezockt. Dann Ark muss ich demnächst mal wieder zocken. Ja, Dinosaur D-Day ist in Planung. Dann, was wird noch geplant momentan? Natürlich, wie heißt es? Gottes Willen, wie heißt denn das? Extinction, Primal Carnage, genau. Primal Carnage Extinction, da wird es wahrscheinlich neue Folgen geben. GTA natürlich. Ja, jetzt fallen mir doch wieder Projekte ein. Natürlich auch viele Vlogs. Weiterhin Challenges. Milchcasts habe ich nicht vergessen. Müsste ich wieder nur Leute haben, die da sind. Ja, und vieles, vieles, vieles mehr. Das wird richtig genial. Also, ich freue mich schon auf die weiteren Projekte mit euch. Ich habe mich jetzt zum dritten Mal wiederholt. Und falls du dabei sein willst und noch nicht einer meiner 54 Abonnenten bist, hey, dann werd doch Nummer 55. Oh Gott, war das schlecht. Ich kann es verstehen, wenn du jetzt nicht abonnierst. Aber bitte, überleg's dir zweimal. Ist ja deine Entscheidung. So. So langsam könnten wir hier eigentlich mal aufhören. Jetzt inzwischen ist die Sprache Französisch. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Worte mehr. Schreibt doch in die Kommentare, wie glaubt ihr, geht es eigentlich in Jurassic World 2 weiter dann? Ist die Geschichte komplett anders oder wie wird's? Wir haben die Story zu 28,6% durchgespielt. Für mich ist das genug. Wir haben ja alles gesehen. Hier bei Lego Jurassic World. Oh. Was ist das denn? Hä? Was? Was ist hier los? Kommt es doch noch was? Nee. Hier, das war's. Hier wird gespeichert. Ach, nee, wird schon gespeichert, sehe ich gerade. Ach, jetzt können wir hier einfach frei rumlaufen. Dann mal ab ins Wasser. Geht nicht. Komm, zum Abschluss gehen wir einen Shake holen. Nee. Was machen wir zum Abschluss? Irgendwas mache ich jetzt noch hier. Irgendein Verhauen? Geht nicht. Kann ich hier was machen? Denken Sie daran, dass die Atmosphären keine Auflösung sind. Naja, gut. Ich würde mal sagen, das reicht. Wir haben alles gesehen, wir haben alles gemacht. Oh, Streichelzug, da gehen wir noch rein. Oh, hey, kannst du diesen Jungs ein Mittagessen besorgen? Ich habe einen Hexenschuss vom Ausschaufeln des T-Rex-Geheges.
Kann ich den Fußball ankicken? Ne, ich renne einfach durch. So, ich spiele Fußball mit dem Mann hier. Guck, ob ich ein Tor mache. Neues Spiel. Let's play FIFA. Tor. Ey, das hat gezählt? Cool, das hat gezählt. Egal, jetzt ist genug. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken und wir sehen uns wieder mit einem neuen Projekt hier auf Milchfurcht. Bis dahin. Ciao.